Möchte ich auch nochmal sagen, dass auch jeder Ältere auch ein bisschen Verantwortung hat gegenüber den jungen Leuten, die dann natürlich auch hormonell bedingt und entwicklungsbedingt und so und die das alles immer noch nicht so wissen und nicht so kennen und so, dass man denen auch ein bisschen unterstützt, auch mal freundlich ist und so. Und weil auch Jugendlichen fällt es manchmal leicht, irgendwie einfach einen wildfremden Menschen mal irgendwas zu fragen, Ja. was sich sonst nicht trauen, weil wir wissen, den Menschen sehen sie nie wieder und er hat ihnen die richtige Antwort gegeben und so. Weil wenn man dann immer gleich so seine, ich sag das mal durch, seine Kampffresse aufsetzt als Ältere, weil man vielleicht auch Frust hat, weil man auch so gerne noch mal so jung wäre und so. Weil wir haben das ein bisschen beobachtet, besonders im Palmgarten, da sind wir oft und so, haben wir gedacht, Mensch, was ist hier los? Und wenn wir dann, sind wir dann aufgestanden und so und sie sind den Berg hochgekommen, ne? Zwei Jugendliche, wo ich gesagt habe, sie können sich gerne hinsetzen, wir stehen gleich auf, wir Genau. packen bloß unsere Sachen weg, wir hatten da gerade gegessen und wollten weiter, hatten unsere Statements gemacht und so. Und diese Jugendlichen haben uns dann nach abends nochmal angesprochen, da habe ich meine Frau fotografiert, dann hat er, glaube ich, hat der Mann, sagte dann, ne, ach, wenn Sie wollen, ich fotografiere Sie auch beide. Ach, sag ich, danke, das reicht. Und wir wollten das nicht in dem Moment und so, aber so sind sie denn und so und das merken sie sich dann gleich. Also, das hat uns alles so ein bisschen nachdenklich gemacht, auch so einige andere Sachen waren. Viele Jugendliche sagen zu uns, hallo, wir möchten uns entschuldigen, wenn wir sie nicht angeguckt haben und so, wir können sie natürlich nicht kennen. Und zu uns sagen auch sehr viele hallo. Und möchten uns dann auch entschuldigen und wir sind natürlich auch im Gedanken, weil wir können jetzt ein bisschen besser denken und es gibt für uns nur ein Thema. Wir müssen hier Lösungen finden für die Menschen und man merkt ja auch, dass wir uns noch gar nicht so um unser Vermögen kümmern, sondern erst hier Lösungen finden wollen. Ja. Und die es natürlich unbedingt geben muss. Und ich sage nochmal, das Sozialgericht, dass es läuft, dass es da anfängt. Wir haben dazu noch keine Zeit, sondern möchte ich nochmal